So, ich wollte euch jetzt noch zeigen, wie man Ayran macht. Ayran ist ein türkisches Joghurtgetränk und dazu braucht ihr natürlich als erstes wieder Joghurt. Ich habe wieder den aus meinem letzten Video für meine Soße und das fülle ich jetzt erstmal um in so einem Becher. Ich habe jetzt keinen genauen Becher gefunden und probiere so 250 Gramm Joghurt. Es darf natürlich auch mehr sein, abzufüllen. So. Das ist jetzt der Joghurt. Der kommt jetzt in so eine Rührschüssel. Becher. Kratzt es noch schön aus, dass das alles da drin ist. Sieht jetzt noch nicht so appetitlich aus. Ihr könnt es natürlich auch anders machen, wenn ihr wirklich 2 Liter haben wollt. Nehmt ihr einfach einen großen Pott und so. Jetzt nehmt ihr diesen Messbecher und füllt wieder 250 Milliliter kaltes Wasser dazu. Und das kommt da jetzt mit rein. So. Löffel raus. Von der Seite alles runterkratzen, soweit es geht. Und jetzt nehmt ihr einen kleinen Schneebesen so ein. Geht da rein und verquirlt das. So. Das ist mir aber zu wenig. Darum mache ich jetzt nochmal das Ganze. Wieder 250 Gramm circa. Ja. Vorher den Schneebesen rausnehmen, sonst gibt es eine Matscherei. Kurz den Joghurt ditchen und wieder den Joghurt dazu füllen. Und dann kommt wieder 250 Milliliter Wasser dazu. Dish Conti. 300 Milliliter genug, ich düdel. Ja, der Löffel kommt jetzt raus. Schneebesen wieder rein. Und weiter verpacken. So, dass ihr so eine. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Ja, seht ihr das hier? Wenn das so runterläuft am Schneebesen, dann ist es gut. Und das schmeckt ja jetzt eigentlich noch nach, oh nein, jetzt habe ich mich gekleckert, nach gar nichts. Und Ayran trinkt man traditionell normalerweise so, aber wir machen da immer noch Salz rein. Ruhig einen ordentlichen Schuss. Hier steht jetzt gerade auf meinem Salzpott, damit ihr sehen könnt, was ich hier mache. Also ich nehme jetzt mal von dem Huhn so. Ihr könnt euch da auch nicht verschätzen mit dem Salz, weil der Joghurt nimmt diesen Salz so gut auf, dieses Salz so gut auf. Und ja. Dann wieder mit dem Schneebesen rein. Berühren. Und wer jetzt will, der kann dazu noch Gurke schneiden und kleine Gurkenstückchen da reinmachen. Und ja. So sieht jetzt euer Ayran aus. Und das schmeckt sehr gut. Was das Beste jetzt ist, stellt ihn für eine gute Stunde in den Kühlschrank. Dann ist er schön kalt. Jo. So, 1 Liter Ayran ist fertig. Ich zeige euch jetzt gleich, wie ich meinen Salat mache. Bis gleich.